Ein Großaufgebot der Polizei ist gestern in der Dortmunder Nordstadt angerückt. Der 16-jährige Senegalese war hier seit kurzem in einer Jugendhilfeeinrichtung untergebracht. Die Polizei wurde am Nachmittag von einem Betreuer angerufen. Der beobachtet hat, dass ein dortiger Bewohner, letztlich dann der Getötete, mit einem Messer dort auf dem Gelände herumgeht. Und zwar in einer Art und Weise, wie es dem Betreuer Angst einjagte. Und er sah also die Notwendigkeit, die Polizei zu informieren. Osman Akifi wohnt direkt gegenüber der Wohneinrichtung. Er saß gemütlich im Wohnzimmer, als es plötzlich knallte. Ich habe gehört, circa 3-4 Schüsse. Bin ich aufgestanden, habe geschaut. Da war hier außen waren 3 Polizisten und innen waren circa, meist prima dom, 6-7 Polizisten. Wie hat sich das angefühlt? Ja, schrecklich. Man schreckt erstmal. Die haben mich erschrocken. Was ist passiert hier überhaupt? Und dann habe ich mitgekriegt, dass es ein 16-Jähriger ist. Doch was genau hat sich eigentlich abgespielt? 11 Polizisten waren bei dem Einsatz gegen den 16-jährigen Jugendlichen dabei. Es sollen auch Taser und Pfefferspray zum Einsatz gekommen sein. Doch warum war das dann nicht ausreichend? Heute wurde der Senegalese obduziert mit überraschendem Ergebnis. Das vorläufige Obduktionsergebnis liegt inzwischen vor und danach ist der junge Mann von 5 Projektilen insgesamt getroffen worden. Und insgesamt sind wohl 6 Schüsse abgegeben worden, und zwar aus einer Maschinenpistole, eine sogenannte MP5. Dass eine Maschinenpistole zum Einsatz kam, verwundert auch die Staatsanwaltschaft. Denn es gibt klare Regeln, in welcher Reihenfolge welche Waffen zum Einsatz kommen sollen. Sie ermittelt darum jetzt gegen den Polizeibeamten wegen Körperverletzung mit Todesfolge.